Hallo und herzlich willkommen zurück bei Loop of Empires, wo ich versuche, mich in der Age of Empires 4-Rangliste hochzuarbeiten. Und ja, das zuletzt mehr oder weniger gelungen ist, weil ich so eine 50-50-Quote hatte und deswegen sehr stagniert bin in meinem Matchmaking, in meinem MMR. Jetzt habe ich mal zwei Matches am Stück wieder gewinnen können. Das letzte auch recht dominant. Und ja, schauen wir mal, wie die nächste Partie jetzt verlaufen wird. Einmal gegen England, einmal gegen China gewonnen, davor halt verloren gegen Frankreich in der heutigen Session bisher. Und ja, es macht nach wie vor wahnsinnig Spaß. Aber ich werde nächstes Mal nicht so viel Zeit zum Spielen haben, das ist ein bisschen das Problem. Und ich vermute fast, dass dann meine Leistung noch mehr stagnieren wird, als sie das eh schon tut. Die letzte Partie hat richtig Spaß gemacht, zu erkennen, was der Gegner da macht. Also das ist ja dann auch mal schön, wenn man erkennt, was der Gegner da gerade macht, dass man gerade eine gute Chance hat, da rein zu pushen. Momo. Ausblick. Das ist so wie die Map, die in meinem Kopf so gar nicht ankommt. Ich kenne die Charakteristika dieser Map nicht. Ich habe das Symbol hat gar nicht so viel zu heißen, weil es mit diesen Meisterschaften zusammenhängt und die mache ich halt einfach nicht. Weil du da halt so komische Aufgaben für erledigen sollst. Kannst du, glaube ich, auch im Singleplayer machen, aber das ist so eine Kosmetik-Dinger, sind mir halt einfach nicht wichtig. Engländer, dachte ich mir. Weil es ist, glaube ich, eine relativ offene Map. Das heißt, hier kann er dann wunderbar wieder stressen. Ich gucke mal, ob ich rollen kann, weil ich habe das Gefühl, das war schon so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, das ist halt eine komplett offene Map. Offene. Na klar, ich kann jetzt halt eine Wall um meine komplette Base einfach ziehen. Aber das werde ich wahrscheinlich nie im Leben rechtzeitig schaffen. Da ist das letzte Schaf. Ja, weil man hat nämlich immer drei mindestens in seiner Nähe. Warum passiert mir das im Moment ständig? Ach, weil ich den Rally Point nicht gesetzt habe. Deshalb. Okay. Rally Point setzen wäre natürlich smart. Ach, und dann ist der ja eigentlich ein Holzworker, aber ist egal. Machen wir jetzt, wie es ist. Dann haben wir immer die Nahrung schon mal am Schlüssel. Ja, ich meine, klar, ich könnte jetzt hier zuziehen und hier rüberziehen. Und ja, und dann muss ich aber. Quasi müsste ich, um mich zu schützen. Ja. Ah, oh, nee. Das, also hier ist eine Wall einfach nicht viable. Ist sie nicht. Und schon haben wir ein Problem. Schon haben wir halt ein fucking Problem. Okay, irgendwie schlafe ich gerade. Das ist natürlich gerade gegen England schlecht. Aber ich schicke jetzt doch mal ein Nahrungsmittel. Eine Nahrungsmitteldame wieder zum Holz, weil ich brauche halt Holz. Ich brauche Türme. Ich brauche. Ah, Schaf. Ne, weil wenn ich das schützen will, dann müsste ich halt wirklich eine Wall hier komplett langziehen und quasi hier genug Platz lassen, damit das Gold offen nicht getargetet werden kann und dann hier rüber. Also das ist utopisch quasi. Und doch überlege ich, ob ich es probiere. Also was wir schon mal machen können, ist den Weg hier zumachen.
Meine Prinzip ist ja gerade, alles, was uns Zeit verschafft, ist gut. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Wahrscheinlich komplett. Nein, ich hab's mit Shift-Klick gemacht, ich Depp. Wahrscheinlich komplett behindert. Entschuldigung, das sagt man nicht. Komplett unnötig. Aber hey, let's see. Machen wir erstmal hier bitte schon mal ein Tor rein. Und der geht bitte noch die Map angucken, solange sie noch offen ist. Was mich gerade irritiert ist, dass der Gegner offenbar nicht scoutet. So. Das sollte uns halt zumindest Zeit verschaffen. Beta wäre jetzt natürlich, wenn er gar nicht auf schnelle Langbogenschützen geht und jetzt einfach sich ins Fäustchen lacht. Weil ich hier so ein. Einfach mal so ein Riesenwall errichte. So, also es sollte zumindest dafür sorgen. Dass er nicht schnell an mich ran kann. Was ja schon mal etwas ist. Motherfucking Wolf. Aber das sollte die noch fertig kriegen. So, er ist jetzt voll der Halbzeit. Da hängen wir jetzt natürlich super hinterher. Aber ich baue jetzt ein bisschen drauf, meine Wirtschaft früh zu boosten. Du gehst zurück zum Gold. Lauf! So. Und dann klicken wir jetzt gleich hoch. So, nach einer Kapelle mache ich nach hier. Bauen wir schon mal zwei Kasernen. So, dann packen wir hier schon mal ein paar auf Stein. Und dann müssen wir auf jeden Fall das Gold aber noch hinterherziehen. Also der Nachteil ist, wir sind sehr verspätet. Der Vorteil ist, wir sind von der Wirtschaft her schon mal ganz okay aufgestellt. So, du baust hier schon mal eine Mühle hin. Ne, du baust hier eine Mühle hin. Und dann fangen wir da schon mal an, Wild zu sammeln. Ich brauche mehr Häuser. Wir fangen an, Waffenknechte zu bauen.
das viable ist, weiß ich nicht. Der Vorteil ist natürlich, du kriegst sofort mit, wenn du angegriffen wirst. Das ist halt der große, große Vorteil an der ganzen Sache. Drei auf Stein reichen erstmal. Und dann packen wir noch einen auf Holz. Der geht aber nach hier. Ja, voll reingelaufen. Voll reingerannt. Baut sich das hier hin. Und dann fangen wir hier nämlich auch an. So. Und die gehen dann auf Gold. Noch 6 will ich da haben. So, man sollte den Prälat auch reinschicken. Oh Gott, gerade bin ich... Ich bin so euphorisiert von den 7 vorher. Ich spiele gerade echt fragwürdig. So, 10, 10, 10, 3. Und dann gehen wir noch auf 15 bei der Nahrung. So, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Okay, wenn du mir Zeit gibst, wäre das sehr, sehr nett. Ja, alles andere als gut. Okay, das sind nur 5. So. Wir pumpen einfach Waffenknechte durch. So, hier wollen wir noch mehr Leute auf Nahrung haben. Ist risky, wo ich sie gerade stehen habe, fällt mir gerade auf. Häuser. Okay, okay, okay. So. Hier müsst ihr auf jeden Fall schon mal Felder hinbauen. Okay. So. Und ihr... Mach dasselbe nochmal hier. Das wird gebaut werden. Bereit zu dem Kampf. Okay, okay, okay. Ey, gegen England bin ich wirklich immer sau angespannt. Und ihr macht dasselbe nochmal. Hier.
Ich brauche mehr Stein. Bin fröhlich, das ist gut. Fröhlich sein kann nicht schaden. Du bedarfst Grace? Du bedarfst Grace? Rät die zum Gewehrhorn. Ich werde die Spuren. Du bedarfst Grace? Rät die zum Gewehrhorn. Das habe ich. Das wird gebaut werden. So, und noch Granaten. Nee. Nee. Gehäse kümmern. Ich gewerke bereits. Alles in Ordnung. Wir werden abgeschnitten. Händet mir die Ziele auf Kriegsknechte. Kriegsknechte, wir ziehen ab. Wir marschieren. Verstanden. Jetzt schon eine Ritterzeit. Also ich sag mal so, es läuft nicht gut. Die Zeit läuft gegen uns. Weiß nicht, wie es bei ihm wirtschaftlich aussieht. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Okay, ich muss jetzt ein bisschen auf Ausharren hoffen. Ich brauche meine nächste Zeit. Hier baut mir mal bitte noch einen Markt. Kurz, damit wir mitziehen können. So, nur ist nur Fun. So, wenn er das hier entdeckt, ist halt RIP. Weil da habe ich kein Goldvorkommen mehr in meiner Nähe. Deswegen brauche ich auch ganz dringend die Dings. Die Reliquien. Eine habe ich in meinem Herrschaftsbereich, das ist gut.
Zack. Und zack. Er läuft natürlich dumm. Was auch sonst. So. Belagerungswerkstatt. Weißt du was? Zwei Belagerungswerkstätte. So. Upgrades. Du baust hier schon mal ein Feld. Erstmal zubauen und dann nehmt ihr bitte erstmal die hier. Okay, das ist gescheitert, das ist schon mal gut. So, wir brauchen einen Tribok. Und ich brauche Häuser, ich brauche alles. Ach, das war... Waren das die Steinleute? Die. Ja, schwer verpennt, Alter. Ey, einfach ein Scheißwolf. Okay. Das wird ja wohl gehen, oder? So, ich muss aber jetzt auch ein bisschen variantenreicher werden, gleich in meinem Angriff. Das kann ich auch. So, okay. Nein, Schlauchen. Ey, aber auch immer wieder. Thank you.
Ich komme nicht mehr runter, weil hier kein Turm mehr ist. Aber er hat mich überrannt. Ah, schade. GG. England, ey. Ich komme mit diesen... England macht mich fertig, ey. Ich habe das Gefühl, ich bin näher dran, das Matchup zu verstehen, aber auch nicht wirklich. Ja, also weil jetzt habe ich mich zwar eingewollt, dadurch konnte er mich nicht schnell angreifen. Aber dann, ja, dann baut er mir halt eine Bruch vor die Nase. Und pumpt halt durch. Gegen England, also England ist wirklich das einzige Volk, wo ich das Gefühl habe, egal welche Taktik ich wähle, ich kann nur verlieren. Ich bringe mich, egal mit was ich mache, in Nachteil. Ich habe auf so einer großen Map ist Einwollen wahrscheinlich nicht die Wahl. Dann vielleicht wirklich eher schnell auf Stein gehen und sich schnell mit sowas hier befestigen. Ja. Ja, es hat immer dazu geführt, dass ich mit den Dorfbewohnern relativ gleich aufbleiben konnte, ne? Die ganze Zeit. Aber ja, dafür hat er halt Militär durchgepumpt und das war einfach zu viel. Jetzt am Ende. Ja. Jo, schade. England ist und bleibt mein Endgegner. Huh. Ich habe auf so einer großen Map ist wirklich sich einwallen nicht viable, weil du halt einfach man verbraucht halt einfach, keine Ahnung, 400 Holz oder 300 Holz direkt am Anfang und hat halt die ganze Zeit auch noch Leute, die nicht Ressourcen sammeln. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ich glaube auch sowas wie Altai oder Bergpass oder so, da ist es durchaus eine Option. Aber hier nicht. Okay, gut. England bleibt mein Endgegner. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Mal wieder gegen England spielen dürfen und wie es dann läuft. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Gauton und ciao.